Servus Freunde, in diesem Video zeigen wir euch den Klettersteig namens Ziel. Dieser Klettersteig liegt in Südtirol, unweit von Meran. Zum Startpunkt des Klettersteigs gibt es verschiedene Möglichkeiten hinzukommen. Wir sind das erste Stück mit der Texelbahn, einer Seilbahn, gefahren. Die geht an dem Ort Patschins los. Und wenn man mit der Seilbahn dieses erste Stück des Aufstiegs macht, dann geht man anschließend noch eine ganze Weile lang den Meraner Höhenweg entlang, bis man schließlich hier diese fantastischen Wasserfälle oberhalb der Nazareth-Hütte erreicht. Und hier unweit der Wasserfälle geht es auch schon los mit dem Klettersteig. Da muss man ein bisschen gucken an der Stelle, dass man den Einstiegspunkt findet. Das ist nicht ganz so ersichtlich, aber wie gesagt, ist direkt unterhalb der Wasserfälle an diesem Felsen. Und ja, man hat hier wirklich ein sehr schönes Ambiente, in dem man sich bewegt. Und es macht richtig Spaß in dieser Gegend, dann einen Klettersteig zu begehen. Dann will ich mal kurz die wichtigsten Daten zu dem Steig nennen. Er hat die Schwierigkeit C und geht über 270 Höhenmeter hier an den Wasserfällen entlang hinauf. Für die Begehung des Steigs wird 1,5 Stunden angegeben und unser Zustieg zum Startpunkt des Steigs von der Bergstation der Seilbahn, das war auch ungefähr 1 Stunde. An dieser Stelle muss ein Bach überquert werden und hier haben wir die Wahl, ob wir den Flying Fox benutzen oder die normale Seilbrücke. Wir haben uns für die normale Seilbrücke entschieden. Wir sind hier im Frühsommer 2024 unterwegs und derzeit gibt es regelmäßig starke Regenfälle und das führt eben dazu, dass hier entsprechend große Wassermassen durch die Wasserfälle, Bäche und Flüsse hindurchfließen. Das sieht schon wirklich aktuell dann imposant aus. Nach der Seilbrücke haben wir zunächst nicht gesehen, wo es dann weitergeht mit dem Klettersteig. An der Stelle einfach rechts halten und dann ein Stück weiter gehen und schauen. Dann findet man hier die Stelle, wo es wieder in den Steig, in den Fels hineingeht. Der Steig hat einige Tritthilfen hier im steileren Teil, aber auch nicht übermäßig viele. Und das Ganze ist eben Kategorie C, das bedeutet ein mittelschwerer Klettersteig. Meiner Meinung nach sollte man als kompletter Anfänger erstmal was Leichteres machen. Es gibt aber auch zwei Notausstiege, wie zum Beispiel hier ist der erste, wo man den Steig dann verlassen kann, wenn man doch schon ein wenig müde ist. Allerdings ist der Steig ohnehin nicht übermäßig lang und ein geübter Klettersteiggeher wird mit diesem Steig sicherlich keinerlei Probleme haben. Man kann diesen Klettersteig auch in eine größere alpine Tour mit einbauen, denn vom Ausstieg des Klettersteigs aus kann man weiter hinaufsteigen zur Lotner Hütte und von dort aus gibt es verschiedene Gipfel, die man dann noch machen kann. Ich glaube schon. Wir haben die Tour an diesem Tag kurz gehalten und sind nach dem Klettersteig wieder abgestiegen. Aber die Gegend dort ist absolut fantastisch und wir können uns durchaus vorstellen, dort auch in Zukunft nochmal Touren zu machen. Hier sehen wir den zweiten Notausstieg, aber an der Stelle sind wir vom Ende des Klettersteigs gar nicht mehr so weit entfernt. Ich glaube, hier muss kaum jemand dann noch aussteigen.
Wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen netten Kommentar schreibt, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich versuche hier gute Aufnahmen von den Touren zu machen. Und da wäre es eine schöne Belohnung für die Arbeit, die ich in die Videos stecke, wenn ihr dem Kanal als Abonnent folgen würdet. Dankeschön dafür und weiter geht es mit dem Klettersteig. Wie ihr auch im Video sehen könnt, ist der Steig in einem Top-Zustand. Er ist auch ziemlich neu. Er wurde im Jahr 2020 erbaut. Hier sehen wir jetzt das letzte steile Stück vor dem Ausstieg. Und hier haben wir es geschafft. Der Steig ist an dieser Stelle zu Ende und er hat uns großen Spaß gemacht.